Hallo und willkommen zu unserem Lernvideo. Wir befinden uns in der Molekularbiologie und was ich versuchen möchte in den nächsten Minuten an diesem Whiteboard, das im Moment noch ganz leer ist, ist die Molekularbiologie eigentlich in einer Zeile darzustellen. Und das, was ich darstellen möchte, das wird in der Uni in der Regel als zentrales Dogma bezeichnet. Im Schulunterricht hört man meistens eher Proteinbiosynthese. Und wenn man diese eine Zeile kapiert hat, dann hat man eigentlich im Prinzip die ganze Molekularbiologie kapiert. So, und mit was beginnt alles? Das ist die DNA. DNA, wissen Sie, das ist Desoxyribonukleinsäure. Die DNA, die steht für die Erbinformation. Jetzt hat die Zelle oder eigentlich alle Lebewesen, weil alle Lebewesen bestehen ja aus Zellen, die DNA als Speicherfunktion auserwählt. Das heißt, die ganze Erbinformation, also alles, was den Organismus ausmacht, ist in dieser chemischen Struktur gespeichert. Um damit tatsächlich Leben zu erzeugen, brauche ich Funktionen. Und die Funktion, die steckt wiederum in den Proteinen oder in den Genprodukten. Und der Weg dorthin, der geht über einen Boten, das ist die sogenannte mRNA. Das heißt, was passiert im Organismus ist, die Speicherfunktion wird einmal kopiert, also in einer Arbeitskopie abgeschrieben. Das ist dann die sogenannte Transkription. Ich schreibe es doch hier oben hin. Und diese Arbeitskopie, die mRNA, die wird dann an den Ribosomen übersetzt in eine funktionsfähige Aussage. Und diese funktionsfähige Aussage, das ist ein Protein. Man muss es allgemeiner als Genprodukt definieren, weil es gibt nicht nur Proteine in den Zellen, sondern es gibt auch RNA-Moleküle, die funktionsfähig sind. Auch die werden von der DNA kodiert. Deshalb hier eigentlich Genprodukt, die ganze Funktion ausmacht. Und das Übersetzen wird dann als Translation bezeichnet. Das heißt, alles, was uns ausmacht auf genetischer Ebene, ist die DNA. Und wenn ich die Erbinformation eines Organismus angucke, dann wird das auch immer als Genom bezeichnet. Alles, was davon arbeitstechnisch verwendet wird, ist das sogenannte Transkriptom. Und alles, was ich dann am Ende im Lebewesen sehe, das, was das Lebewesen eigentlich ausmacht, wie es funktionieren kann, das ist sogenannt das Phänom. Also hier ist im Prinzip der etwas ältere Begriff Phänotyp drin und hier haben wir den Genotyp. Und alles, was vom Genom sozusagen verwendet wird, sehe ich in einem eigentlichen Lebewesen. Und Molekularbiologie ist eigentlich nichts anderes, als wirklich immer diese drei Schritte zu sagen, ich habe eine Erbinformation, die speichert all die Informationen, die wird einmal kopiert und nur mit der Kopie wird gearbeitet und alles, was auf dieser Kopie steht, wird übersetzt in eine Information, die ich dann tatsächlich an dem eigentlichen Lebewesen sehen kann.